Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann. Der Grünen-Politiker erinnert sich noch gut an die Koalitionsgespräche mit der CDU im Jahr 2016. Also vor 10 Jahren konnte man sich das nicht vorstellen, weil sozusagen der Widerspruch zwischen Grün und Schwarz war so groß und auch die persönlichen Aversionen waren so stark, dass es nicht vorstellbar war. Doch nun regieren die Grünen mit dem äußerst populären Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann bereits seit 5 Jahren in einer Koalition mit der CDU. Der 72-Jährige hat einen volkstümlichen und dennoch präsidialen Regierungsstil etabliert und kann Umfragen zufolge mit einem klaren Wahlsieg rechnen. Die CDU, die den Ministerpräsidentenposten in Baden-Württemberg jahrzehntelang innehatte, könnte sich abermals mit einer Position als Juniorpartner arrangieren müssen. Ich glaube, man muss da partnerschaftlich zusammenarbeiten, egal wie es nachher zusammengesetzt wird. Die Zusammenarbeit prinzipiell funktioniert ganz gut. Ich glaube, mit dem Herrn Kretschmann haben wir auch, sage ich mal, einen vernünftigen Grünen. Glaubt man den Umfragen, können sich die Grünen ihren Koalitionspartner nach der Wahl aussuchen. Sollte es nicht zu einer Neuauflage des Bündnisses mit der CDU kommen, könnten die Grünen auch mit SPD und FDP eine Regierung bilden.